Hallihallöchen, liebe Leute, ich bin immer noch hier auf Nucleus. Und es läuft besser, es läuft ganz langsam besser. Hier war doch wer. Ah! Die! Oh Mann. Ja, weil du schon einen Bushwacker und einen Jarati hast. Bist ja was Besseres als ich. Hab ich... Ist Marke online? Nicht Screenshots. Nö. Vor 8 Stunden. Sonst wäre vielleicht hier ein bisschen spannender gewesen, wenn noch wer gekommen wäre. Der mir ein bisschen aushilft. Nee, der ist hinter der Scheibe. Das bringt mir nicht. Möchte aber auch nicht campen. Wow! Sniper Milestone! Awesome! Und Grey Meadow und Drop Dead. Und was war denn Drop Dead? Egal. Bestimmt irgendwas mit Punkt und Cappen verhindern und so. Haha, das ist schön, wenn die Leute einfach in den Paten kurz reinlaufen. Es gibt ja eigentlich zwei Arten, einen Headshot zu machen. Entweder man folgt dem... Also überhaupt zwei Arten, jemanden zu treffen mit dem Sniper Rifle. Entweder man folgt dem so lange, bis man... Also man hält das Visier auf den und folgt dem einfach mit dem Visier. Oder man hält das Visier irgendwo hin, wo er reinläuft und schießt ab, sobald er reinläuft. Irgendwo. Ja, aber ich mag das zweite lieber. Aber hey, ich habe einen Bogen bekommen. Huntsman! Ich bin so stolz auf meinen Ghostly Guy, bis ich benutze den. Gut, der Huntsman ist ein Bogen. Ich glaube, ich muss dazu nicht mehr viel sagen. Es ist ein Bogen, der komplett anders funktioniert als das normale Sniper Rifle. Ich denke, ihr werdet beim Spielen sehen, wie er funktioniert. Das Schöne ist ja, die Headshots, die sind einfach leichter zu machen und sind nicht so schwierig wie mit dem Sniper Rifle. Aber es braucht halt ein bisschen Glück mit dem Ding. Man nennt ihn nicht umsonst den Lachsman. Auf jeden Fall, wenn ich jetzt die linke Maustaste gedrückt halte, wird der Pfeil aufgeladen. Seht ihr unten den Balken. Wenn der Balken voll ist, dann schießt es am weitesten. Aber ich halte jetzt zum Beispiel einfach mal 1, 2, 3, 4, 5. Und wenn ich jetzt abschieße, dann geht der Pfeil einfach in irgendeine Richtung. Das Schöne ist, der Taunt von dieser Waffe ist eigentlich der schnellste Kill-Taunt. Ziemlich. Da hat er mich gehabt. Gut, aber ich möchte jetzt erstmal mit Huntsman spielen, wenn ich den schon gefunden habe. Ich habe vergessen, meine Stoppuhr anzumachen. Ich spiele noch 8 Minuten. Das passt schon. Mit dem Huntsman hatte ich mal voll Glück auf der Map und habe nur Headshots gemacht. Schade, ich dachte, da läuft wer rein. Ich schieße einfach mal auf gut Glück durch den Pfeil hin. Ah, schade, Decken knapp vorbei. Ja, ich komme mit dem Ding nicht mehr so gut klar. Gegen Heavies ist er eigentlich verdammt gut, wenn man es kann. Ich lass die mal in Ruhe Spaß haben. Ey! Das war nicht nett. Da möchte ich was dagegen machen. Aber ich kann mir das irgendwie nicht vorstellen. Der ist Server-Bester und hat sich total blöd angestellt, als ich dem zugeguckt habe. Irgendwas stimmt mit dem nicht. Ich muss mir meine Aufnahmen nochmal angucken, weil irgendwie sah es aus, als ist er wirklich durch die Gegend geflogen. Ich meine, klar, ich kann mich selbstverständlich täuschen, aber... Nee, ich guck's mir nochmal an. Ey, ich hatte gar keine Chance. Aber es läuft besser als vorher. Definitiv. Oh, der hat's geschafft, eine Sentry aufzubauen. Sowas schafft man auf der Map eigentlich nicht. Normalerweise. Das bedeutet, es läuft fair vonstatten. Es geht vonstatten. Es läuft fair. Ihr wisst schon, was ich meine. Formuliert mir den Satz nochmal richtig. Es ist spät Abend. Ich darf Fehler machen. Hallo, Sniper. Ach, hey, so kriegst du also deine Punkte. Einfach vom Spawn warten. Nee. Meine mit. Der hat geblutet. Oh hey, da kann er gar nicht lang laufen, da war ein Brett davor. Das Doofe ist, man muss halt mit dem Huntsman auch immer mal ein bisschen auf Glück hoffen. Und wenn man trifft, trifft man. Wenn man nicht trifft, trifft man nicht. Du bist ein Heavy. Aber komm her. Komm her. Mit deinem Fist of Steel. Und deiner, glaub, 70% höheren Empfindlichkeit gegen Melee-Waffen.
Oh, im letzten Moment ist er abgehauen. Tot. Yay, we captured the control point. Das ist schön. Sag mal, läuft der gerade nur mit seinen ganz verschiedenen Boxhandschuhen durch die Gegend oder was soll das? So, needs the healing. Me needs the healing. Einfach blind reinfeuern, es wird schon was treffen. Sag ich doch. Da hat gerade wer ein Achievement bekommen. Ich will dem seine Stimmung verderben. Nein, da war ein Heavy über mir. Ich glaube, das hätte auch nicht klappen können. Selbst wenn ich den bemerkt hätte, wäre ich tot gewesen. Der hatte aber in der Tasche, ich konnte mich nicht bewegen. Ich bin Team Bester. Ich freue mich groß, Keks. Ey, nö. Nicht schön. Pff. Ich finde solche Momente toll. Solche kurzen Momente, wo man halt einfach was schafft. Wow. Man bleibt als Sniper auf die Distanz einfach nicht stehen. Das ist falsch. Von Grund auf. Na du Demo. Ich hätte jetzt eigentlich Mini getroffen, aber okay. Die machen das. So, wo bin ich? Wo bin ich? Ich hab mich gerade ganz doof gedreht. Gott, bleib weg. All of you. Ja, ich lass dir mal lieber das Medkit. Das sind gerade manchmal ganz seltsame Geräusche. Ich glaube, das ist ein Red Tape Recorder. Wenn es das nicht ist, dann weiß ich auch nicht. Ey, ich wollte gerade gegen deinen Heavy kämpfen. Oh, stimmt ja, das ist Halloween, deswegen tragen die alle ihre komischen Halloween-Items. Ich habe ja noch keine. Kajo. Vielleicht kriege ich bald mal einen Hut, finde so einfach einen. Das wäre schon verdammt awesome, wenn ich einfach so einen Hut finde. Oder halt einen Mist, je nachdem. Ist beides cool. Aber ich würde erstmal einen Hut haben wollen. Oh Gott, der hat einen Charge, ich hau ab. Ich hau ab, nicht mit mir. Na du, Heavy. Thank you very much. Ich glaube, der hätte mich noch gekriegt. Der haut 104... Nee, der hat... Ich verspreche mich gerade voll oft, ne? Aber der hat 144 Schaden mit einem einzigen Schlag bekommen. Scout? Nicht schön. Die! Stirb einfach. Da war ein Medkit. Wo kam das Medkit her? Ich spam gerade nur mit meinem SMG. Ich fühle mich dabei dreckig. Ich fühle mich dabei nicht schön. Oh ja, Captain. William, was? Ich muss mal immer gucken, was das alles für Achievements sind. Sniper Pack. Kill a fully. Nee. Drop dead. Kill a scout in mid-air with your sniper rifle or handsman. Ach jo, cool. Was sind das für Geräusche? Das ist bestimmt irgend so ein Halloween-Zeugs. Sniper mal schon, ja. Headshot an enemy demo man. Pin an enemy heavy to the wall via his head. Ach du, das habe ich gerade gemacht. Schön. Klingt auf jeden Fall lustig und sah auch lustig aus. Okay, das kriegt man noch gecapped. So ist es nicht. Hätte der Pfeil nicht getroffen, dann wärst du wahrscheinlich noch gut ergangen. So, und der Pyro ist tot. Oh Gott. Was ist gerade passiert? Komm, ihr kriegt den Punkt noch. Get the flag point. Was? Pretty Boy 2 LP. Ich mag's nicht, wenn Leute Let's Play in ihrem Namen haben. Das kommt nicht gut. Ich habe auch nicht LP in meinem Namen. Und ich mach sogar Let's Plays. Die meisten, die Let's Play in ihrem Namen haben, machen ja nicht mal welche. Einfach nur Pfeile reinfeuern. Es trifft schon was. Irgendwas. Sag ich doch. Sogar ein Headshot. Oh yay, Team besser. Los, mach den Screenshot. Du sollst den Screenshot machen. Dann halt nicht. Ich glaube, das stelle ich mal aus. Das stelle ich wirklich mal aus.
Ips, Ips, Ips. Option. Nee, Advanced Options. Nee, Hot Options. Wo war denn das? Performance Options. Auto Save ist. Ja, das will ich nicht. Suicide Auto. Ja. 5, 4, 3, 2, 1. Ja. Ein Heavy mit Fist of Steel. What? Ich merke gerade, ich hab auch schon lang genug aufgenommen. Ich glaube, ich höre erstmal auf für die Aufnahmesession. Die war seltsam. Die hat sich seltsam angefühlt. Ja, na gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.